Fishing. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder am Tegernsee und ich habe heute richtige Profi-Hilfe, nämlich den Mario mit an Bord. Es ist Marios erster Schlepptrip dieses Jahr. Letztes Jahr hast du am ersten Trip wie viele Meter gefangen? 5 Stück? 5, ja. Ja. Also die Hoffnungen für heute sind sehr, sehr hoch, gerade bei mir. Schauen wir mal, was so geht. Wir haben Hochwasser gehabt die letzte Woche. Der See ist fast einen Meter höher als normal. Das Wasser ist nicht zu trüb. Es ist trüb, aber nicht so, dass wir sagen, es lohnt sich nicht. Und ja, der Fokus heute liegt ganz klar auf dem Hecht und ein bisschen Renken vielleicht noch nebenbei, aber es ist jetzt 8 Uhr früh und jetzt geht das Schleppen los. So, ich bringe jetzt dann auch aus, der Mario hat gerade ausgebracht, jetzt bin ich dran und ich wollte euch kurz mal die Köder zeigen, die ich heute fischen werde. Nachdem ich jetzt 3 Fehlbisse auf ihn hatte, will ich jetzt dann aber auch endlich mal einen Fisch drauf fangen. Dementsprechend werde ich heute als meine natürliche Farbe bzw. als meinen einen natürlichen Köder den 27er Shadties fischen. Also wenn er heute nochmal einen Fehlbiss bringt, dann müssen wir beide echt mal reden. Aber der wird ein bisschen tiefer laufen. Ich werde heute nur mit einem 50 Gramm Blei fischen, anstatt mit dem 100 Gramm Blei, weil ich eben schon denke, dass die einfach schon flacher stehen. Und weil das Wasser eben etwas trüber ist, will ich ein bisschen schocken, und zwar in Form von der orangenen Ranky, die jetzt aber noch nicht so dieses voll auf die Fresse Feiertiger ist. Das hat der Mario eh draußen, also wir werden, wenn es darauf geht, schon feststellen, dass es darauf geht, aber vielleicht noch mal ein bisschen was natürlich slash schockiges. So, die Ruten sind draußen, alle 4 Stück. Wie gesagt, wir fischen jetzt zweimal ein bisschen schockiger. Einmal Feiertiger, einmal Orange und zweimal Blau bzw. Silber, also natürlich. Zweimal mit 50 Gramm Blei, zweimal ohne. Irgendwo wird schon einer kommen. Auf dem Echolot sehen wir jetzt viele so auf 5 Meter Wassertiefe. GoPro läuft auch wieder, also potenzieller Live-Biss ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, ein bisschen trüb ist er, aber wird schon schief gehen. Und dann melden wir uns das hoffentlich gleich wieder mit einem Biss. So wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, ist der Wind jetzt ein bisschen gekommen, noch nicht stark, sondern es ist jetzt einfach nur die Wasseroberfläche ein bisschen rauer geworden. Was ich eigentlich immer ganz positiv sehe, weil dann die Sideplaner ein bisschen unauffälliger sind, zumindest rede ich mir das ein. Bis jetzt, soweit wir es mitbekommen haben, noch keinen Biss gehabt. Ich habe jetzt gerade mal von der orangenen Ranky hier auf Mike the Pike gewechselt, um da mal ein bisschen zu variieren. Der silberne Shadties ist jetzt erstmal noch draußen geblieben, aber da wird die Waterwolf demnächst keinen Saft mehr haben. Und ja, die Schwärme sind alle sehr, sehr flach. Alle so um die 5 Meter, mal ein paar auf 10 Metern. Also denke ich, dass wir eigentlich das hier sehr, sehr gut abdecken mit unseren Routen. Jetzt müssen wir einfach nur noch darauf warten, dass dann auch wirklich einer mal Bock hat. Also, wir haben einen dran. Das ist ja ein sehr komischer Biss. Ich muss meinen Planer rauskriegen. Du musst nur hinter mich und vielleicht einen Kescher gehen. Ja, jetzt muss ich nicht zurück dran. Ist noch dran? Oh ja. Ja, der ist noch, oder? Oh, aber was ein Riese. Petri, Mario, auf den gerade hingewechselten Köder. Petri, danke. So, der zweite. Gut 50er oder 60er Hecht. Ja, 60er Hecht. Auf den, so einen weißen Kasteik, oder? Weiß-blauen. Ja, kann ich ja nachher mal zeigen. Genau. Also hier ist der Köder. Kasteik, keine Ahnung was ist, ich glaube Blue Shed oder sowas. Pünktlich um 11, wie Marius gesagt hat.
Beißzeit, 5 Minuten den Köder drauf und Fisch. Ja, Größe können wir noch arbeiten, aber dafür haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier beim Renkenangeln, machen jetzt mal eine kurze Schlepppause. Es ist jetzt 1 Uhr mittags, ja, es geht gar nichts beim Schleppen, deswegen wollen wir jetzt einfach mal kurz ein bisschen schauen, ob vielleicht eine Renke Bock hat. Wir stehen jetzt hier so auf 10 Meter, 11 Meter und wollen auch mal schauen, ob jetzt hier nicht jemand uns zumindest ein bisschen Drillspaß geben möchte. Und dann später, gegen 2:30 geht es auf jeden Fall wieder auf Hecht, genau. Ist der zweite Hecht wieder auf diesen weißen Kasteig. Der hat jetzt gebissen, wir haben vielleicht seit 10 Minuten wieder geschleppt. Der Mario hatte gerade seine Ruten draußen, ich war noch beim Ausbringen. Da ist er reingeknallt, der würde jetzt vielleicht schon auf die 70 zugegangen sein. Übrigens hier hinter mir seht ihr das richtig schöne Wetter ankommen. Deswegen haben wir auch nur mit der GoPro gefilmt, weil es ist schon noch ein bisschen am Regnen. Ich hoffe, es wird jetzt weniger und ja, vielleicht geht es dann noch ein besserer Hecht. So, das Wetter hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, die Sonne ist jetzt wieder leicht rausgekommen. Einen positiven Effekt hatte das natürlich, dass es jetzt geregnet hat, und zwar sind es die ganzen Segler und alles vom Wasser. Also haben wir hier schön Platz, unsere Seilplaner weit zu fahren. Ich habe jetzt nochmal auf den silbernen Shad-Tees gewechselt, der war die ganze Zeit schon drauf, und auf Tommy the Trout, weil ja, diese Forellenform scheint ja heute gut zu gehen. Farbe wird auch passen. Wir erkunden jetzt hier gerade mal so ein bisschen neue Gebiete. Schauen uns das mal auf dem Echolot alles ein bisschen an. Ja, die beste Beißzeit ist ja bekanntlich um 4. Also schauen wir mal, ob es dann nochmal knallt. Und ja, was wir noch so finden auf dem Weg. Wir haben einen dran. Das erste Mal auf den silbernen Shad-Tees. Und jetzt hat es geklappt. Wir sind gerade über zwei richtig gute Schwärme drüber gefahren. Also es fühlt sich richtig schwer an, ist aber auch schon an der Oberfläche. Wie gesagt, gerade über richtig gute Schwärme drüber gefahren. Und da ist er reingeknallt. Jetzt wird das hier gleich eh zur Hyperverhedderung. Aber dann ist es halt so. Groß ist er gar nicht, halten einfach runter. Groß ist er gar nicht, genau. An dieser Stelle möchte ich das Video kurz anhalten und mich kurz dazu äußern, warum ich diesen Fisch unbedingt handlanden wollte. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich weiß es bis jetzt noch nicht, was mich da geritten hat. War eine riesen dumme Idee. Ich hätte mir wahrscheinlich eh nur den Haken reingerammt. Aber ich wurde ja auch dafür bestraft. Nur damit ihr in den Kommentaren nicht zu sehr eskalieren müsst. So, da haben wir also den ersten Hecht auch für mich. Hecht Nummer 3. Das um 15.30 Uhr. Also vielleicht wird ja unser 3-Tages-Rekord heute gebrochen. Schauen wir mal. Hätte ihn euch gerne gezeigt. Der schlechte Einfluss von Mario hat sich kurz bemerkbar gemacht, als ich dann gedacht habe, dass ich in Hand landen muss. Was mit einem 27er Shad-Tees mit zwei Drillingen im Maul wahrscheinlich eh eine blöde Aktion gewesen wäre. Aber die Entscheidung hat er mir abgenommen. Wir schätzen, dass er ungefähr so 75 hatte. Also ein echt guter Hecht. Und ja, den nächsten werde ich dann auch wieder cashern. Damit wir dann wenigstens noch ein schönes Foto machen können. Ich bin froh, dass der Shad-Tees jetzt nach gefühlten 3-4 Fehlbissen endlich mal den Fisch produziert hat auch. War ganz komisch, der war noch nicht mal, hat noch nicht mal ausgelöst, also ich weiß gar nicht, wie der hing. Es läuft echt super dafür, dass ja angeblich das Hochwasser ein bisschen für schwierige Bedingungen sorgen sollte. Naja, schauen wir mal, was noch so geht. Ja, nach diesem Hecht ist das Wetter dann leider sehr schlecht geworden. Wir hatten ein Gewitter, das über den See gezogen ist. Da war es dann kurzfristig auch ein bisschen kritisch. Hatten sehr, sehr starken Regen und starken Wind.
sind also seeab mit fast 4 km/h ohne Rudern gefahren, haben es dann aber trotzdem weiterhin probiert und dann, wie beim letzten Mal, als ich mit dem Mario am Tegernsee war, auf dem Rückweg habe ich nochmal Mike the Pike drangehangen und kurz bevor wir wieder beim Bootsverleih waren, sollte dann tatsächlich noch der Einschlag kommen. Leider ist der Hecht wohl irgendwo auf dem Weg zwischen Biss und Anhieb, um den Seilplaner aus der Schnur rauszubekommen, abgegangen. Auf jeden Fall habe ich dann, als der Seilplaner draußen war, nur noch die Laufbewegung von Mike the Pike gespürt. Also wie auch beim letzten Mal beim Rückweg mit Mario ein Biss auf Mike gehabt und nicht verwerten können, ist natürlich schade, aber kann man nichts ändern. Bei all dem Trubel und dem schlechten Wetter und grober Unterkühlung haben wir dann auch vergessen, ein Outro zu drehen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Gab ja einiges an Hecht zu sehen. Beim nächsten Mal geht dann hoffentlich wieder ein größerer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es auf jeden Fall. Kommentiert ihr mal, wie es bei euch aktuell läuft. Abonniert uns für mal Angelvideos und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus.